Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, aus meinem kleinen Bed & Breakfast. Und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Von Lego, von der Ideaserie, das Friends Set, die 2193 von der TV-Serie Friends. Viele von euch kennen die vielleicht noch, also vor allem die Eltern unter euch Zuschauern. Die kam früher im Fernsehen und hat einige Schauspielstars hervorgebracht, unter anderem Jennifer Aniston, so die bekannteste von denen. Und war eine coole Serie früher und Lego hat dazu ein Set gemacht. Macht da mal ein bisschen Platz. Das hier ist die Box. Was im Prinzip das Restaurant ist, wo die jeweils da sich getroffen haben. Das hier die Rückseite. Jetzt hoffe ich, ja, hier ist sonst nicht mehr recht viel. Was auch cool ist, hier eben alle Figuren. Dann haben wir hier die Anleitung. Hier wird noch ein bisschen über die Figuren gesprochen, also über die Schauspieler und also über die Serienfiguren. Dann noch ein bisschen vom Designer, was er so dazu meint. Und dann wird das Ganze in 6 Bauabschnitten das aufgebaut. Ja, die ersten 3 und dann die anderen 3. Gibt 6. Das Ganze wird aufgebaut auf knapp 150 Seiten. Und dann die Teileliste und noch ein paar andere Lego Idea Set. Ja. Ich lasse jetzt hier aber das Buch schnell auf, weil ich weiß nicht mehr, wie die Schauspieler oder die Filmcharakteren damals alle hießen. Und damit hier ist es einfacher, da kann ich euch einfacher sagen, wer ist. Ich muss da auch ein bisschen betrügen. Ich zeige euch zuerst die Figuren. Hier haben wir Buffy. Also hier ist die etwas Verrückte. Das waren alle auf ihre Art irgendwie verrückt. Sehr gelungene Minifigur, wie ich finde. Ich nehme mal die Gitarre weg, dann sieht man auch und bringt da besser auf den Torso. Ich glaube, sie hat auch ein zweites Gesicht, genau. Drehe sie mal um, die Figur, dann könnt ihr sie noch von hinten sehen, mit dem zweiten Gesicht, wo sie dann am Singen ist. Dann hier haben wir Joey, der immer mal eine Pizza in der Hand hatte. Auch er hat natürlich ein zweites Gesicht. Das sieht dann so aus. Dann haben wir Rachel. Das war damals Jennifer Aniston, soviel ich das in Erinnerung habe. Und das passt auch sehr gut vom Aussehen her, sollte das Jennifer Aniston sein. Auch sie hat ein zweites Gesicht, wo sie dann ein bisschen wütend reinschaut. Dann haben wir Monica Geller. Auch sie sollte ein zweites Gesicht haben, genau. Das hier ist ihr zweites Gesicht. Dann haben wir hier noch Ross Geller, ihr Bruder. Auch mit dem zweiten Gesicht.
und Chandler. Ups, jetzt habe ich da den Stuhl weggerissen. Der stellen wir natürlich hier wieder hin. So. Noch ein bisschen so auf die Seite, damit man auch seinen Print sieht auf dem Torso. Und natürlich hat der Herr ein zweites Gesicht. Und dann haben wir hier noch den Inhaber des Restaurants. Ich weiß allerdings nicht, wie der heißt. Ist das hier beschrieben? Nee. Also vielleicht steht es irgendwo im Text, aber ist nicht. Er ist auf jeden Fall Restaurantbesitzer oder Kaffeebesitzer. Der auch ein zweites Gesicht hat. Ja, das waren die Minifiguren. Es sind einige dabei, wie ihr seht. Und dann haben wir hier dieses Set. Ich zeige euch das mal. Ups, ja. Es ist halt die Filmkulisse aus der Serie. Und so sieht es dann von außen aus. Muss ich einfach aufpassen, wenn ich das drehe. Hier löst sich einiges, glaube ich. Ja. Also was man sicher machen kann, ist das hier. Die Couch kann man wegnehmen und könnte dann hier was anderes hin tun. Oder kann das auch rausnehmen, um einfach besser spielen. Das hier ist so die Couch-Ecke. Sieht von unten sieht man auch das Muster hier an diesem Teppich, wo all die Möbel draufstehen. Das ist sehr schön gemacht. Ich zeige es hier nochmal. Aus der Sicht, das sieht sehr cool aus. Und hier dann all diese Sachen, diese Möbel, wo sie da drauf sitzen. Jetzt sehen wir noch ein bisschen näher. Irgendwie hat es auch überall Türen und so und Details. Also es sind sehr viele Details, die man, wenn man die Serie geschaut hat, die man dann auch wieder erkennt. Eben auch hier, wo sie dann jeweils gesungen haben, dieses mit dem Mikrofon, auch mit der, dem kleinen Klavier hier. Und ja, auch hier in der Mitte hier hat es auch so einen Teppich, den kann man auch rausnehmen. Das ist dann das Muster von dem Teppich. Und das sieht dann so aus. Wir haben einen Tisch mit zwei Stühlen. Das ist das, was man so rausnimmt. Hier kann man, glaube ich, auch. Bin ich jetzt nicht sicher. Nee, das ist, glaube ich, an der Wand festgemacht. Ja. Aber es hat sehr viele Details. Ich finde das toll, eben gerade, wenn man die Serie vielleicht nochmal schaut und dann das Lego-Set dabei aufbaut. Da hat man so viele Erinnerungen, natürlich die, nur die Leute, die auch die, die Serie früher geschaut haben, für die, die es neu schauen, aber auch eine tolle Sache, weil man halt eben, es ist sehr, meiner Meinung nach, gut nachgebaut, eben, es hat sehr viele Details, die auch stimmen, die man da wiedererkennt und von dem her, ich gehe jetzt hier aber nicht auf jedes Detail ein, es ist einfach schön gebaut, auch hier dieser Kaffeeautomat, cool gemacht, hier der Schirmständer an der Türe, Blumen, alles schön arrangiert, also es ist wirklich ein tolles Set, finde ich. Und auch hier eben so, gut, das ist ein Kleber, aber eben diese Details vom Central Perk, so wie dieses Café hieß. Ja. Also ich kann dieses Set nur empfehlen, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch sehr gut, also man kriegt hier relativ viele gute Steine auch, also wenn man hier so und kriegt schöne, sehr schöne Minifiguren, wo man auch sofort erkennt, welcher Schauspieler oder welcher Charaktere aus dieser Serie das da gemeint ist. Und ja, also vor allem man kriegt das Set ja im freien Handel. Da sind easy 20-30% drin. Kann man das Set sicher mitnehmen, hat schöne Minifiguren, hat einen tollen Tauschspaß und hat ein tolles Set. Und wenn man die Serie damals auch geschaut hat oder auch heute schaut, hat man da was einen schönen Zusammenhang, wo ich sagen muss, ja, also das
ein gescheites Set und man kriegt auch was fürs Geld. Ja. Wie findet ihr dieses Set? Mögt ihr die Figuren? Mögt ihr die ganzen Einrichtungen, die Details? Mögt ihr das? Oder gehen euch solche Ideasets, sagt ihr, nee, das ist nichts für mich? Hinterlasst mir doch gerne in den Kommentaren, wie ihr dieses Set findet. Würde mich interessieren, ob ihr diese Serie auch geschaut habt früher. Würde mich auch interessieren. Ich habe sie damals geschaut. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit den Friends. Nicht mit den Lego Friends, sondern mit den Friends hier. Mit den Lego Friends dürft ihr natürlich auch Spaß haben. Und mit Lego bauen und bis dann.